Jetzt nochmal ganz kurz hier bei Sonny rein und Just Chan, Haters Gonna Hate. Ich wusste gar nicht, dass Sonny Loops musikalisch ist. Bin ich mal gespannt. Plötzlich ist jeder YouTuber Musiker. Klingt einfach wie ein Mixo-Beat, Junge. Ist ja einfach ein Mixo-Beat. Wieso haben die Waffen? Ich bin eine Bitch, Make-up in der Fresse. Lebt nur mit Marcel, weil er hat Fame, den ich gern hätte. Ich bin eine Bitch, Make-up in der Fresse. Hätte man ein bisschen melodischer, mehr nasty auf Loredana-Vibe betonen können? No Tubo an der Stelle. Ich bin untalentiert, unqualifiziert. Ich bin untalentiert, unqualifiziert. Ja, keine Ahnung. Ist halt immer die Frage, wie man sowas halt float, ne? Muss man halt immer wissen. Ja. Krieg es nicht mehr hin, vernünftig meinen Hund zu trainieren. Ja, Akani, mach's jetzt. Bin mit irgendwelchen Rappern auf Hotels. Guck mich nicht so an, Mann, ich bin jung und brauch das Geld. Okay. Jeden Tag frei, aber Haus immer dreckig. Krieg nix auf die Kette, schieb den Staub unterm Teppich. Haare sind fettig, halb nackt ist die Message. Fuck, ich bin so fett, ich sollte mal lieber noch was essen. Mein Plan, ja, okay. Message, Marcel, hast du das approved? Neuer Tag, neuer Clip und neuer Freund. Ich geh so auf Fremdmann, ich frag, wer wird es denn heute? Da auch wieder, ich finde wieder, das ist so ein Problem bei sehr vielen Songs in letzter Zeit, was mir auffällt. Mir fehlt immer Thickness und Compression in der Stimme. Ich möchte, dass eine Stimme yeah klingt. Dann nimmst du darunter noch 3, 4, 5 Mal denselben Part auf und backups das halt einfach. Dann klingt es dann halt irgendwie ein bisschen gehaltvoller. Wisst ihr, was ich meine? So hier ein paar Backups, die du selber halt machst. Irgendwie ist es immer so, es ist mir ein bisschen zu dünn immer. Wisst ihr, was ich meine? So, ich finde immer, da fehlt ein bisschen was. Alge von Knossi zum Beispiel war ein sehr gutes Beispiel. Knossi hat eine starke Stimme, aber die wurde nochmal richtig schön compressed. Da war eine vernünftige Abmische dran und so. Der Beat hier ist dope. So. Und ich finde auch, was die da macht, nicht hundertprozentig schlecht, aber auch nicht wieder outstanding. So, wisst ihr, was ich meine, so, ne? Manchmal weiß ich gar nicht. Mach dir bitte eine Halbglatze. Ich habe hier irgendwo noch diese Glatzenmütze liegen. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, die immer anzuziehen, wenn wir Tubo-mäßig was reagieren, aber gar nicht, rede ich Englisch oder Deutsch? Das ist auch so ein Ding, sehr eintönig. Ja, stimmt, das ist ein sehr monotoner Flow. Weißt du, wenn du halt ein bisschen melodisch flowst, dann hast du direkt einen Anhalt. Dann hast du direkt irgendwie einen Aufhänger, der Ohrwurm-mäßig reingeht, ne? Peinlich, aber ich find Ami-Influencer toll. Ach, da gibt es diesen Boy. Ich glaube, der heißt John. Er sagt, er ist mein Freund, doch macht sich safe nur an mich ran. Okay, ich bin ne Bitch, mach mich an dich ran. Türke und ne Alibi, Schwuchtel ist haram. Ich betreibe Clickbait, Junge mit nem Bitchface. Da ist auch wieder so das Ding, hätte man ein bisschen thicker machen können, so. Also ich finde halt, es ist halt so auf komplett ironischer Basis, das merkt man auch. Das ist hundertprozentig nicht ernst gemeint, so. Ich finde das cool, was die da gemacht haben. Ich finde auch die Message dahinter so ein bisschen cool, so, ja, wir fronten uns hier gegenseitig ein bisschen, scheiß auf die Hater, sollen sie halt schreiben, was sie wollen. So genau darum geht's ja quasi ein bisschen. Aber Chan hat zum Beispiel hier eine extrem gute Grundlage als Stimme. Der hat eine ziemlich basslastige Stimme und da nochmal ein paar Backups dahinter und ein bisschen mehr Kompression. Don't know, ist aber auch nur mein Gefühl so. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin halt ein Fan davon, wenn etwas schön, clean und trotzdem thick und bassig klingt. Wisst ihr, eine Stimme muss halt einfach ein bisschen fetzen so. Das ist halt beim Rap, da muss die Stimme halt irgendwie outstanding sein, ne? So, keine Ahnung, Rap definiert sich halt klar über den Beat, aber auch über die Stimme. Perfektes Beispiel dafür Haftbefehl. Kranke Mische, aber auch kranke Beats macht ein sehr, sehr krasses Gesamtprodukt, obwohl das lyrisch nur so wahrscheinlich Durchschnitt ist, würden viele Leute sagen. Ich sehe das anders, aber finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür. Jedes meiner Instagram-Bilder ist ein Big Fail. Make-up im Gesicht, ich bemal mich wie eine Frau. Ich bin dieser Junge. Das fand ich zum Beispiel nice, da war wieder so ein bisschen melodisch drin. So, finde ich geil. Aus dem Barbie-Puppenhaus. Ich will nur dein Geld, Rest geht grad an mir vorbei. Mein Face ohne Photoshop ist gar nicht mal so geil. Ich bin ein schlechtes Vorbild, cross cigarettes is always. Jeden Tag ein anderer Typ in meinem Bad as always. Dope. Finde ich cool, finde ich nicht schlecht. Wird ein bisschen schneller, ein bisschen treffsicher beim Takt, finde ich nice. Ich mach auf Model, heißer Typ mit meinem Takt. Der kleine
Gay soll weiter dick sacken und Musik in Ruhe lassen. Bro, kompletter Bullshit, Alter. Warum sollten Schwule keine Musik machen? Die besten Musiker der Welt waren Schwule. Halt mal dein Maul mit deiner homophoben Scheiße hier im Chat. Verpiss dich mal ganz schnell raus hier, mein Homeboy. Digga, du kannst ja nicht Sexualität... Was für ein Bullshit, Alter. Fresse, sowas kann ich ja gar nicht haben, Alter. Ab dafür. Pack Face, doch chill mit Sonny und werd bald so über Nacht fame. Ich will bloß an die Gay. Nice Kick. Da noch ein bisschen... Mann, das muss mehr ficken, Alter. Das muss... Ah, Junge. Mach auf Fotomodell, doch keine Agentur bucht mich, ich bin homo as hell. Kommuniziere nur mit Blasen wie in Comicbuchpassagen, vielleicht bin ich gar nicht schwul. Kommuniziere nur mit Blasen wie in Comicbuchpassagen. Nice. Kommuniziere nur mit Blasen wie in Comicbuchpassagen. Finde ich cool. Sehr geil, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr nice. Also finde ich, muss ich ehrlich sagen, besser als den Part von Sonny. No front an der Stelle, ja? Sonny, was zu haben. Aber süße Kombi trotzdem. Not bad, so. Finde ich cool, dass sie sowas gemacht haben. Ist ein nices Fun-Projekt. Man merkt, die beiden haben Spaß an der Mucke, so. Die beiden haben einfach was gemacht, so. Die haben einfach mal rausgehauen. Ey, Leute, so ist es doch am geilsten. Wisst ihr, so Musik, klar kann man Musik objektiv bewerten. Und das habe ich jetzt einfach mal getan, so. Objektiv gefällt mir das und das daran nicht. Aber ist es trotzdem ein cooles Projekt. Und es ist trotzdem nice, dass sie es gemacht haben. Und ich finde es extrem cool, dass sie ihrer Community sowas zurückgeben und den Aufwand reinstecken und mehr als eine Scheißreaktion machen, so wie ich, halt deine Fresse, Rewe, du bist Müll. So ein Ding. Elton John, Freddie Mercury, George Michael, USW-Legenden. Richtig, genau. Also deshalb hat Sexualität nichts mit Skill in der Musik zu tun. Als dürfen Schwule keine Musik machen. Digga. Nice one. Musikvideo, by the way, auch Rappern ganz cool. Auf Hotels. Guck mich nicht so an, Mann. Ich bin jung und brauch das Geld. Jeden Tag. Ein Beispiel, was ich jetzt nochmal hier geben möchte. Pass mal auf. Hier, Leute. Der Part hier. Ich habe so wenig Aufrufe. Wenn ich tröste, alles getrieben. Warte. Wo ist der Part von Dagi? Der Part jetzt hier von Dagi ist halt richtig, richtig stark. Wollte ich nur mal gesagt haben, den Unterschied so production-wise, weil das hat auch wieder Vince hier gemacht, Leute. Ist so krass, Mann. Da merkt ihr auch schon wieder, das sind Backup-Lines hinter. Das ist ein bisschen, ach, wie heißt nicht Backup, sondern, ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt gedoubled so. Das klingt halt viel, 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 viel fruchtbarer, viel, viel saftiger, fetter. So, warte mal, Dagi B rappt, wo war denn das nochmal? Hat sie nicht auch selber irgendwie einen Song gemacht? Zahnfee? Nee. Genau, war das nicht das hier? Was extrem, was ich auch nicht schlecht fand? Warte mal. Yeah, aha. Dagi B, ja, ihr wisst Bescheid, ja. Ich mache alles nur für Klicks und Likes, ja. Merkt ihr, was ich meine? Das klingt halt deutlich, deutlich hochwertiger, deutlich besser abgemischt, deutlich cleaner und so weiter und so fort. Ja, man kann immer einiges rausholen, so. Still no bad product. Norbert Blatt an der Stelle. Norbert fucking Blatt. Ihr wisst Bescheid. So.